Schönen guten Tag, mein Name ist Sam. Lange habe ich mich davor gedrückt, jetzt muss es mal wieder versucht werden. Ich habe mir gedacht, ich versuche es jetzt noch ein, zwei Mal, einmal vielleicht und dann fange ich die Mission von vorne an. Ist immer so ein Allheilmittel. So, wo war ich denn? Ich weiß wieder nichts mehr, ja. Ich habe wieder drei Let's Plays sozusagen am Laufen und spiele immer in sehr langem Abstand dann die Spiele und habe dann keine Ahnung mehr, worum es ging. Ach, wisst ihr was? Ich fange neu an. Ich habe keinen Bock. Ich schaffe das irgendwie besser. Ich muss das irgendwie besser schaffen. So. Dann waren die letzten Videos zwar völlig umsonst, aber wen juckt's? Hauptsache YouTube rückt die Kohle raus, ne? So. Oh! Löschen. Löschen. Bis, Moment. Das ist die 11. Mission. Boah, habe ich hier viele Speicherstände unnötigerweise. Nur Noobs brauchen mehrere Speicherstände. Dumm, die, dumm. Yay, fängt wieder mit Spannung an. Könnte ich ja nicht schon vorher oder nachher machen. Egal. So. So. Und dann speichere ich Sarajevo. Ah, ich habe die Mission immer so gemocht, aber ich habe die nicht so als schwer empfunden. Habe ich mich wohl geirrt. Laber. So. Ja, Sir. Wo stelle ich am besten den Bauhof hin? Jetzt überlege ich, wo ich den Bauhof hinstelle. Ich habe es ja beim letzten Mal irgendwie scheiße gemacht, war das nicht so? Und jetzt hängt schon wieder. Bisschen. Weiß auch nicht, was es gerade sollte. Ich hoffe, das wirkt sich nicht nachhaltig negativ aus. Erst dann müsste ich heißt Zivilistenbewohner weg, also die Häuser. Komm mal da runter. Ich rück jetzt ein bisschen weiter vor. Könnte gefährlicher werden, aber auch zum Sieg führen. Was blinkt denn da alles? Hör auf zu blinken. Ja, toll, Primärziele. Warum hätte man die nicht alle in einem zusammenfassen können? Naja, ich will jetzt keine schlechte Laune verbreiten. Es ist halt einfach alles scheiße hier. So. So. Immer mit der Ruhe. Und jetzt wollen wir endlich diesen scheiß Bauhof aufbauen. Sonst kommen wir hier nie zu Potte. Im Ruhrpott. So. Ja, ich fange immer mit der Raffinerie an. Obwohl es wohl sinnvoller wäre, erstmal ein Kraftwerk zu bauen. Aber ich habe ja so ein Grundenergievorkommen, das wohl vom Bauhof ausgeht. Das finde ich ganz cool. Was mir jetzt erst auffällt, ich habe da nie drauf geachtet. Immer nur geguckt, wenn die Energie knapp wird, dann merke ich das ja, dann muss ich ein Kraftwerk bauen. Irgendwie ist das unzerstörbar, dieses Haus. So. Zack. Dann baue ich jetzt ein Kraftwerk. Denn wenn ich jetzt noch eine Raffinerie bauen würde, dann wäre es zu knapp. Unbesiegbar. Schnell zurück. Du, stellst dich dahin. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Neue Bauoption. Noch ein Kraftwerk. Noch ein Kraftwerk. Ah! Ich bin gerade irgendwie ein bisschen leicht überdreht. Ich weiß auch nicht warum. Rick bereit. Dumm die dumm. Bau abgeschlossen. Ja? Genau damit habe ich gerechnet. Ich glaube, das ist viel besser, so wie ich es diesmal habe, vom Basenaufbau. Das hat meine Base auch immer gesagt. Bau die Basen richtig auf, sonst wird nichts mit den Basen. Keine Musik, ja, ich weiß. Ging das nicht hier? Audio? Ja? Genau das wollte ich erreichen. Ach, fuck you. Speichern wollte ich noch. Und da das hier. Unter dem das die. Die Musik wird schon wieder auftauchen, sobald ein bisschen Action läuft. Das ist halt so bei diesen neuartigen Spielen. Die denken immer, da müsste man sowas einbauen, weil es cool wirkt und modern. Die Betonung liegt auf wirkt, nicht auf ist. Stellen wir jetzt ein bisschen weiter zurück, obwohl, naja, machen wir mal. Jetzt ist der Bauhof natürlich ganz vorne, das war natürlich auch wieder großes Kino.
Dann machen wir hier einfach den Sammelpunkt weiter vor und vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht. Das sieht auf jeden Fall witzig aus. Und das ist doch schon mal was. So, ich brauche noch Sammler. Obwohl, naja. Ausbildung. Sagen wir zwei Sammler pro Raffinerie wieder. Ist halt anders als bei Tiberian Sun. Also im Prinzip ist es dasselbe, aber ihr wisst schon nicht, was ich meine, ne? So, fahren wir das dahin. Was brauchen wir noch? Ich brauche auf jeden Fall viel Abwehr. Wurde mir geraten, ich weiß nicht, ob das wirklich so sinnvoll ist, aber ich höre einfach mal auf meinen Abonnenten. Bau abgeschlossen. Ich höre einfach mal drauf. So. Zack. Wird gebaut. Brauche ich auch bald wieder ein Kraftwerk. Obwohl, ich kann die auch einfach aufrüsten, wenn ich das Technologiezentrum habe. Und so schließt sich dann der Kreis. So, wie weit vor soll es gehen? Feindliche Einheiten in Sicht. Wird gebaut. Dumm, die dumm. Auf jeden Fall mache ich mir jetzt eine Mauer erstmal. Kann halt wieder knapp werden mit dem Geld irgendwann. Kann man nichts machen. Ich probiere es. Scheiße, der ist total falsch rum. Ah, so ein Scheiß. Egal. Warum habe ich den falsch rum aufgestellt? Ich bin von der Maus abgerutscht. Das passt natürlich nicht hier hin, was total sinnlos ist. Neue Bauoptionen. Das brauche ich sehr teuer, Suppi. Dafür kann ich dann hier noch das bauen und noch da. Denn die Energie wird sehr knapp, wie man schon sieht. Schön. Gut. Speichern wir nochmal hier. Das letzte Mal, beim nächsten Mal werde ich mir einen neuen Speicherstand machen. Sofern ich es nicht vergesse, was durchaus vorkommen kann, ist und wird. Irgendwann wieder bestimmt. Und diese Ruinen nerven schon ein bisschen. Da bräuchte ich, kann ich da nicht mit dem Panzer rüberfahren? Der ist doch eigentlich so groß. Nee, ja, kriegt nicht wirklich was. Die beiden sammeln schon, sehr schön. Und diesmal gehe ich erstmal hier nach oben. Vielleicht ist es ja ein bisschen angenehmer. Ich weiß es nicht, aber ich probiere es. Ich hoffe es, sage ich so. Vielleicht ist es auch einmal nur dasselbe, nur in grün. Unsere Basis wird angegriffen. Das schafft der Turm nicht alleine, gut. Aber na gut, vielleicht hat er es doch geschafft, weil der auch so ziemlich schwach ist. So Bug ist echt mega schwach. Ich mag diese schwere Schäbigkeit nicht in diesem Spiel. Manchmal, besonders bei diesen Mammutpanzern zum Beispiel, bis die sich mal bewegen. Oha. Die Verrückten nahen. Und sie kommen sehr weit. Ja, wunderbar. Da brauche ich auf jeden Fall noch mehr Abwehranlagen. Was sammelt der denn bei mir? Was geht denn mit dem? Ach, das ist kein Sammler. Ich dachte, das ist ein Sammler. Das ist ein Skorpionpanzer. Scheiße, habe ich lange nicht mehr gespielt, da ich es nicht mehr weiß. Einheit wird angegriffen. Schüdüdü. Ich könnte irgendwann wieder was bauen. Bau abgeschlossen. So. Ich stelle mal noch hier hin. Wird gebaut. Oh, noch mehr. Ich bräuchte eine Kaserne mal langsam, ne? Wie wär's denn? Wird gebaut. So was Fundamentales kann man nicht vergessen. Schön, dass es so weit kommt. Hab ich was gesagt? Feindliche Einheiten in Sicht. Was soll denn das? Warum sterben die nicht? Einheit wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Fucking shit. Bau abgeschlossen. Upgrade abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. So, dann bauen wir den noch. Ungeeigneter Bau dich auf, danke. Was haben wir denn hier gebaut? Auch eine Kaserne. Neue genau, da wollte ich. Das habe ich mir nämlich überlegt. Zumindest beim letzten Mal und jetzt fällt es mir wieder ein, was ich noch machen wollte. Nee, so. Und zwar die hier. Arsenal brauche ich dafür. Wo gibt's denn ein Arsenal? Erstmal brauche ich mal sowas. Dann brauche ich noch ein Arsenal. Hä? Satellitenablink. Wird gebaut. Da sehe ich alles.
Ob mir das irgendwie was bringt. Arsenal erstmal. Es ist so teuer, deswegen hebe ich mir das erstmal auf. Bau abgeschlossen. Wie sieht's aus mit dem? Das ist durch. Schön. Feindliche Einheiten. Dann. Zack. Oh, das war natürlich klug von mir. Gerade in dem Moment werde ich angegriffen. Sehr schön. Arsenal. Zack. 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 Und wo steigt die Party? Genau hier, wo du bist. Oder spürst du die Kugeln nicht in deinem Gehirn? Dann wollen wir mal. Abgeschlossen. Oh. Darf man noch. Ach, wieder so wenig Platz, ne? Unsere Basis wird angegriffen. Zack. Gebäude online. Zack. Und dann bauen wir hier ein paar von. Die können mir auf jeden Fall hier oben sehr nützlich sein, aber auch sonst. Völlige Überlegenheit. Denn die brauchen nur einen Schuss. Genau wie Umagan damals. Schon wieder fast die Hälfte weg hier vom Tiberium. Oh Mann. Und ich habe noch nicht einen Mammutpanzer gebaut. Hatte nur zwei am Anfang schon. Wen sollen wir neutralisieren? Am besten einfach hier oben positionieren. Leider kein Haus mehr da. Oder es war halt eh nie eins da, wo man sich reinsetzen hätte können, weil die alle kaputt waren. Boah, unbedingt hier oben werdet ihr gebraucht. Unbedingt hier oben. Mammutpanzer bereit. Unsere Basis wird angegriffen. Oh fuck. Oh fuck. Ja, wieder ein Turm gegen alle. Kennen wir. So, kann ich. Ich kann euch bestimmt irgendwie anweisen, dass ihr hier die Gegend beschützen sollt. Aber ich bin zu dumm dazu. Moment. Rückwärtsbewegung, Angriffsmodus, Vormarsch. Planungsmodus. Sammler wird angegriffen. Ah! Darauf habe ich gar keinen Bock. Schön. Ah! Ich hab. Bewegungspunkt gemacht. Das wollte ich nicht. Das war doof. Jetzt gehen meine. Was? Ne, die sind noch da. Scheiße, scheiße, scheiße. Systeme bereit. So, was machen wir jetzt noch? Da haben wir noch welche. Die stellen wir irgendwie in die Mitte da. Kann ich euch das wieder abnehmen? Jawohl, ich weiß zwar nicht, was es bedeutet. Ich muss erstmal zum Lesen kommen. Moment. Ich will jetzt den. Erstmal aufladen lassen. Schade, dass die so kleine Radius hat, diese Reparaturwerkstätte. Schrägstrich Waffenfabrik. Feindliche Einheiten in sich. So, macht die auch was? Unsere Befehle. Scharfschütze, also bitte ein bisschen weiter weg müsst ihr schießen können. Unsere Basis da sind auch noch welche, die nichts tun. Gut. Das sieht schon schöner aus. Denn hier oben kommen ja nie Panzer, deswegen kann ich hier ganz viele Scharfschützen hinstellen. Lader bereit. Wie ist unsere leichten Position? Gewissens. Erntevorgang läuft. Schön. Dann baue ich jetzt vielleicht noch irgendwie mal so was. Einheit wird angegriffen. Und hier brauche ich auf jeden Fall noch so ein anderes Teil, also so eine Guardian-Kanone. Wird gebaut. Wird repariert. Wer beschießt mich da? War schon wohl sein Todesschuss. Und dann sollte es mal erstmal reichen mit meiner Abwehr. Denn ich muss endlich einen Angriff irgendwie aufbauen. Bau abgeschlossen. So. Ist das Gebiet sicher? Ich hoffe sehr, dass. Passt erstmal soweit. Ausbildung. Zack. Jetzt aber speichern. Dumm, die dumm. Ich habe ein gutes Gefühl diesmal. Aber das wird sich schon legen. Unsere Basis wird angegriffen. Das wird sich schon früh genug legen. Machen meine Schießtypen ja auch irgendwie mal was? Oder haben die gar keinen Bock heute? Wird repariert. Lass mich mal kurz hier lesen. Der Planer kann den gewählten einem weitere Fähigkeit, wenn die Planer runterlassen. Ich traf ich nicht. Gewählt einem mehrere Fähigkeiten, die eine für die Führung gehen aus. Ich will auch keine mehrere Befehle. Ich will, dass sie das bewachen. Das war in Generals ganz einfach zu befehlen. Hier verstehe ich es nicht so ganz. Wird repariert. So einen automatischen Reparaturmodus, der war auch nicht schlecht.
Habt ihr nicht auch einen General? Alles war ein General ist besser. Nein, natürlich nicht. Ich mag dieses Spiel sehr. Hier. Iberian Wars. So sieht das gut aus. Ordentlich, Leute. Mammutpanzer. Oh, können wir hier noch irgendwas aufrüsten? Pitpulse baue ich eh nicht. Firehawks ist Luft und ne. Ich habe hier nicht vor, mit Lufteinheiten so viel zu reißen. Habe ich, glaube ich, beim letzten Mal versucht und das hat auch nicht so wirklich geholfen.